Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 285 von Simotrans. Ja, der Michael Friedrich hat geschrieben, er weiß auch nicht, wie mit den Signalen das so genau ist. Er baut hier immer Achten. Oh, WASD ist wieder mal falsch. Und mit den Achten hat er keine Probleme. Ja, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich eine 16 oder sowas hier. Ja, wo fahren wir dann lang? Also hier ist ja nicht so schwer, weil da kann der ja lang fahren. Hier hätten wir jetzt schon die Schwierigkeit, weil die können da nicht lang fahren. Wir könnten hier durchbauen, oder? Und dann da lang kommen. Warte mal. Lass uns mal Strava nehmen. 50er Gleis. Wo haben wir denn hier eine Haltestelle? Da. Würde das so durchgehen? Es würde sogar so durchgehen. Dann würde ich da lang fahren wollen. Da lang fahren wollen. Dann fahren wir bis da. Und von dort. Das ist ja auch noch ein cooles Gebäude, ne? Fahren wir bis da. Ja, dann machen wir hier den Weg so da lang. Ja, das würde so gehen. Hier müssen wir jetzt was ändern. Gelände bearbeiten. Ich glaube, wir schütten mal diese Ecke hier auf, oder? Das sieht doch gut aus. Und dann bauen wir die Straßenbahn da hoch und kommen hier raus. So. Jetzt haben wir keine 8, aber jetzt haben wir auf jeden Fall was, wo das Sinn machen würde, anders zu fahren. Straßenbahnoberleitung 50 km/h. 90 km/h. Okay, unsere fährt ja auch schon 55 km/h. Ja. Kann man upgraden? Weiß ich nicht. Ja, kann man. Lasse ich aber jetzt erstmal so. So. Jetzt haben wir die zwei Halte damit reingenommen. Jetzt müssten wir eine neue Linie aufbauen, ne? Es wäre erstmal alles gut, oder? Okay, die können wir schon mal löschen, ne? Können wir auch löschen. Altenau-Hardexen haben wir nur eine Linie hin und her fährt. Und hier müssen wir jetzt die Linie ändern. So, wir starten hier, fahren dann zum Ostdeutschen Rathaus, fahren dann zum Markt, fahren dann zum Konrad-Adenauer-Platz. Warte mal, wie, der Markt ist da und der Konrad-Adenauer-Platz ist schon da. Da ist noch nicht mal um die Ecke. Prinzipiell würde ich jetzt sagen, halt da nicht an, ne? Weil das bringt uns ja hier nicht weiter, weil da steigen ja wieder die nicht. Ach no, wir haben ja umgeändert, wir haben ja jetzt Einzelzüge, ne? Genau, dann ging das ja. Linientrasse, Moosgasse. Nach Moosgasse kommt Klosterbrauerei, passt. Und dann können der Rest wieder weg. Löschen. 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 Und löschen. Und dann geht's wieder mit hinzufügen weiter. Und zwar fährt der von da nach da. Und dann nach da. Und danach fährt er da unten weiter. Passt. Okay, Linie ist geändert. Der fährt gerade verkehrt sozusagen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der andere da richtig noch fährt. Wo ist denn der?
Ja, und da haben wir schon das Problem. Die stehen sich gerade beide gegenüber, ne? Läuft. So, das bedeutet... Ah, er fährt jetzt andersrum. Hat er gemerkt. Cool. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, also mit der Linie. Jetzt müssen wir nur hier gucken. Irgendwo sind hier Stoppsignale und sowas, ne? Oder? Der fährt da lang, weil er da nicht lang kann, weil da auch eine Einbahnstraßen-Dings der Bumster ist, oder? Aber das ist auch gut so, der fährt dann nicht da lang. Also da passt es auf jeden Fall. Hier müsste er, aber das können wir so lassen, ob die jetzt da lang fahren oder nicht, das spielt ja keine Rolle, weil da sind ja Signale. Ich glaube, das sollte funktionieren da. Müsste klappen, ne? Wo ist die zweite? Da. So. Er fährt jetzt gleich die neue Strecke hier als erstes. Können wir mal verfolgen. Sehen wir nicht, weil wir gerade im Weg sind. Ja, das sieht doch erstmal gut aus, oder? Jetzt könnte man noch ein paar mehr draufsetzen, ne? Findet keinen Weg mehr. Ah, hier hinten fehlt es an Strom. So, jetzt sollte der Weg wieder da sein. Ja. Kann zu, fährt. Pappelnstraße. Hat er sogar zwei Fahrgäste für. Und bleibt voll. Zwei weitere sind eingestiegen, die dann auch weiterfahren. Er hat 59 nur drin. Dann gucken wir mal weiter, wie es hier ist. Der fährt ja immer hinter dem anderen hinterher. Ne? Da müsste man mal gucken, wie sich das hier so ergibt. Können wir mal gerade schneller machen, oder? 73 war da. Erste Bahn ist voll, zweite nicht. 75 ist immer noch voll. Wo ist er denn jetzt? Ach, er ist schon viel, viel weiter gefahren. Jetzt hält er Lilienthalstraße eigentlich an, oder? Wo ist er? Hat er nicht angehalten, oder doch? Doch, hat er angehalten, da ist er voll. 90 Leute bringt er zur Mooskasse, das ist ja schon mal was wert. Der erste ist jetzt nicht mehr voll. Der ist jetzt bei der Mooskasse durch. Fährt hier den Bogen, kommen wir bei der Klosterbrauerei vorbei. Da hat er 28 Gäste. Jetzt ist er wieder voll. Der zweite ist noch von der Lilienstraße voll, fährt jetzt zur Moosgasse. Hat da abgesetzt und ist fast leer. Dann noch ein paar für die Klosterbrauerei. Und hier sind natürlich die voll gewesen. Das heißt, mal gucken, was der zweite Wagen macht. Der kommt ja jetzt an der Klosterbrauerei an. Schauen, wie wir da reingehen. Ja, einer. Dann hatte der alle weggenommen, ne? Aber der ist jetzt auch wieder voll. So, der fährt da rum. Kommt an dem halt vorbei.
Lärchenweg, zwei raus. Ein paar mehr rein, das ist schon mal gut. Er ist jetzt da, hat schon abgeliefert, ne? Ja. 49 ist jetzt hier bei unserer Ausgangsstation an der Lotstraße. Da war nix. Am Rathaus ist ein bisschen was reingestiegen. Am Markt war nix so groß. Da haben wir ein bisschen mehr Gäste bekommen. Hier hat er jetzt vollgeladen. Zur Moosgasse hat er auch noch voll. Klosterbrauerei wird er jetzt leer werden, oder? Ja, sind nicht mehr so viele drin. Aber ich glaube, insgesamt rechnen sich die beiden, ja. Sind ja genug da. Hier war Lärchenweg, ne? 13 Fahrgäste Lärchenweg ausgestiegen. Dafür sind mehr aus zur Lilienstraße. Hier sind noch ein paar eingestiegen. Jetzt kommen hier wieder ganz viele rein, ne? Oder war das? Ne, da noch nicht beim Ostbahnhof, Ostdeutschen Rathaus waren es. Aber da war es auch nicht. Am Markt steigen dann nicht viele ein, oder? Nee, war es auch nicht. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Gut. So, hier steigen sie ein zur Moosgasse wieder, ne? Und zum. Na nee, vor allem zur Dingens, zur. Hier, zum, ja, genau, zur Klosterbrauerei. Alle gehen einsaufen. Gut, okay, dann haben wir das aber erstmal soweit. Ich denke, das geht. Wir gehen jetzt wieder in die Station rein. Zeichen nicht, wartend, absteigend. Großbäckerei warten immer noch tausende von Leuten. Also, ja, ist Blödsinn, das anzuklicken, wenn es schon offen ist, ne? Radolfzell, Lilienthalstraße. 9.721 Leute. Radolfzell, Adenau. Wie wir bringen der hin und her? 300. Ist zu wenig, ne? Wie sehe ich das? Ja, da waren wir jetzt falsch, aber ist egal. So. Und den Adenau? Ne, das ist Lilien. Adenau sind es hier. Warte mal. Hier sind wir jetzt. 312 fahren da hin und her. Jetzt sind wir hier. Okay, da fand 1478 nach Adenau. Packe ich einen Zug mehr drauf, sind das nicht so viele. Aber hier warten 9512 nach Radolfzell. Also ich würde jetzt sagen, wieso sind hier? Ach so, über und dahin. Ja, okay. Wir sollten hier überlegen, noch einen Zug drauf zu schmeißen. Regionalbahn Radolfzell-Adenau. Muss noch was passieren, glaube. Was haben wir denn noch für einen hier? Elektrotraktion. Der hier 78 pro Wagen. Oh, hier mal so einen schicken Doppelstocker jetzt. Sollen wir den mal nehmen? Machen wir doch mal, oder? Wo ist der Endzug? Ach so, da muss noch ein Lok dran, ne? So war das, ne? Genau. Das ist der Steuerwagen. Jetzt kann man den noch verlängern. Haltlänge 2. Wie viel sind da jetzt drin? Ne? 240.
Was haben wir hier für einen? Also der ist ein bisschen besser, ne? Schmeißen wir den noch dahin. Das waren 240. 339 sind es dann, ne? 379 oder sowas. Dann muss noch eine Lok dran, ne? Das ist ja der Kopfsteuerwagen, aber der hat keinen Antrieb. Noch einen dahinter? Komm, einer geht noch. Und jetzt müssen wir noch einen Lok da dran schmeißen. Das ist ja immer hier so eine hier, ne? Die ist günstig. 150 oder 160 fährt die sogar. Die ist noch günstiger, fährt aber nur 120. Also ist das hier unser Favorite. Dann geht das Ganze auf Regionalbahn. Adolf Zelt Adenau. Und starten das. Jetzt fährt er da raus, oder? Und jetzt verfolgen wir den mal. Das lassen wir noch offen. Erster Halt ist Lilienstraße, passt also. Na komm, das machen wir mal hier oben, dann sehen wir mehr. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus erstmal, oder? 500 ist natürlich eine Hausnummer, ne? Ich glaube, das können wir erst zumachen. Ja, der braucht ein bisschen länger, bis er da ankommen darf. Dreimal hier gleich angehalten und dann voll, oder? Dann ist der Bahnhof leer, ne? Hier auf dieser Seite ist das natürlich eine schlechte Sache. Ach, jetzt kommt der andere hier reingefahren. Vielleicht ziehen wir den da auch raus, weil der vielleicht veraltet ist auch, ne? Oder? Weiß ich noch nicht. Okay, der fährt weiter. Fährt durch, das ist ein anderer Zug. Naja, wir gucken jetzt, wie es da hier einpackt. Müssten ja voll sein eigentlich, oder? Wieso fährt... Ach so, der fährt in das Gleis rein. Sehr interessant. Na, wenn es so ist, dann ist das so. So, 518 Leute müssen da reingehen, oder? Ja. Ach, der muss da unten rumfahren zum Drehen. Macht das Sinn? Jetzt dreht er hier um, oder? Das macht nicht wirklich Sinn, oder? Warum kann er da nicht links abbiegen? Weil dieses Signal sagt, ich bin nur eine Einfahrt. Okay. Haben wir uns irgendwann mal da was bei gedacht oder war das rein zufällig so? Und da steht er schon wieder, weil der Güterzug Vorfahrt hat. Der fährt aber auch so schnell, oder? Oh. Weil der Heißluftballon im Weg war. Entschuldigung. Hammer, oder? Nein, war er nicht. Da hinten muss irgendwo noch ein Zug sein. So, jetzt fährt er dann geradeaus. Ja. Da kommt ein Güterzug zurück. Ja, komm, einmal schneller. Jetzt ist er auch voll zurück. Nochmal schneller. Ja, er muss immer da drehen. Liefert immer ab. War gerade im Tunnel. Okay, jetzt, ich glaube, die nächste Fahrt könnte schon leer sein, oder? Wenn er jetzt hier ankommt. Und das Gleis war voll.
Schauen wir mal. Ja, da ist er schon leer. Lass mal gerade noch einmal zur anderen Seite fahren. Er wartet da ganz schön lange, ne? Und da ist er wieder voll. Und nochmal einen Check hier, weil er da hinter dem Blauen hinterher fährt. Ach doch, tatsächlich Dreier gerade angekommen. Und wie sieht es mit ihm hier aus? Ja, er ist mit 270 relativ voll. Aber ich glaube, das tut sich auch noch ausgehen. Der verdient noch genug, schätze ich mal, ne? Oh, jetzt durfte er nicht mehr fahren. Auch interessant. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.